One thing I should say is like for the two twins, maybe it's good and funny that you have exactly the same haircut with the bleaching. Yeah. That's funny maybe for a beginning, but I don't know if it's so good after all, you know? I love your face. You're like, what? Nee, das geht nicht. Wir sollen anders aussehen. Ich glaube, wenn wir unterschiedliche Haare haben, glaubst du, der Effekt ist immer noch so da, dass man also sagt, die Haare sind ja schon relativ unterschiedlich jetzt gerade. Oder? Gucken wir mal. Ich meine, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Auf jeden Fall. Und ihr seid mir auch sehr positiv in Erinnerung geblieben. Dankeschön. Super gelaufen, ihr seid super cool. Hättet ihr alle Lust? Ja. Nehmen wir euch alle mit? Ja, sind wir. Ja. Ihr seid alle dabei. Ja. Viel Spaß weiterhin. Thank you so much. Ich bin so gut. Oh, ist so cute. Einfach weiter, ich freue mich so sehr. Also, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich hatte richtig Angst, weil halt so viele einfach schon rausgeflogen sind. Und ich dachte mir, ich will nicht der Nächste sein. Also, wir sind ultra erleichtert, wir freuen uns brutal, dass wir jetzt beide weiter sind. Und dass sie nicht gesagt haben, ey, guck mal, ihr könnt auch einzeln toll sein, das heißt, nur einer weiß und der andere nicht. Das war so, oh mein Gott, das ist meine Energie wäre einfach weg gewesen. Das wäre echt ganz schwierig gewesen. Zufrieden bist du denn mit deiner Leistung heute? Also mit meinem Walk war ich jetzt nicht so zufrieden. Wenn unten das Problem ist, musst du es aber oben überspielen. Die Schuhe waren ein bisschen schwierig. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht wirklich perfekt gerade ausgelaufen. Und wie sieht es bei dir aus? Wie fandest du denn deinen Walk heute? Ich denke, da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial da. Na, es hat bei euch beiden nicht ganz so gut funktioniert heute, ne? Ich habe leider nur noch ein Ticket für eine von euch. Und das bekommst du, Vanessa. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ihr fünf habt uns sehr gut gefallen. Ihr seid alle fünf eine Runde weiter. Jetzt wirklich? Wirklich? Oh mein Gott! Oh mein Gott. Dankeschön! Ich nehme euch alle fünf mit auf große Reise! Wo gehen wir hin? Wo geht's hin? An alle Models, die auf Topmodel-Reise gehen. Herzlichen Glückwunsch! Ihr dürft euch freuen. Eurowings bringt euch entspannt an euer nächstes Reiseziel. Lehnt euch zurück und tankt im Flieger nochmal Energie. Denn vor Ort warten aufregende Herausforderungen auf euch. Ihr fliegt mit uns nach Teneriffa. Ich hab keine Stimme. Nein, ich kann nicht bringen. Was willst du sagen? Ich freue mich, dass du mich fährst. Also ich freue mich super doll auf Teneriffa. Ich kann kaum nicht glauben. Ne? Gib mir ein Ö! Ich werde Champions League Nummer 1 2024!
Wir waren gestern beim offenen Casting. Und jetzt sind wir wo? Wenn ich ehrlich bin und mich so umgucke, sehe ich ganz, ganz viele verschiedene Charaktere und Typen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich besonders genug bin, weil ich bin eher normal, wenn man es so sagen kann. Deshalb sehe ich meine Chancen leider nicht so gut. Xenia macht sich auch viel zu viele Gedanken. Ewok war vielleicht nicht perfekt, weil sie über ihr Kleid gestolpert ist. Aber es war auch nicht ihr Fehler. Geht es noch oder fällst du gleich um? Es geht noch. Meine Füße sind so ein bisschen schwach, aber es geht. Weil ich sehe das schon. Ihr seid so, die zittern ein bisschen. Aber. Wie war es für dich, Xenia? Ich bin rausgegangen. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich der Mittelpunkt. So. Jeder guckt mich an. War ich genau auch. So war es. Ja, aber das habe ich sonst noch nie so gefühlt. Du siehst wunderschön aus. Ich wünsche mir ein kleines bisschen mehr Präsenz. Mhm. Du musst es ein bisschen mehr projecten, dein Inneres. Und ich muss sagen, du warst super elegant mit deinem roten Kleid. Stella, also ich fand es toll. Wow. Wenn ich dich jetzt mitnehmen würde, du hast mir gesagt, du hast 4 Söhne. Wie schaffst du das denn dann? Genau, ich habe mich auch eine lange Zeit darauf vorbereitet, weil das wirklich mein Traum ist. Und natürlich habe ich auch den Support meiner Familie. Ja, dann habe ich jetzt 2 gute Nachrichten. Ich nehme dich mit auf große Reise. Oh mein Gott. Und euch andere 4 auch. Okay, cool. Also wir fühlen uns richtig erleichtert und voller Vorfreude auf alles, was noch auf uns zukommt. Ich bin gerade auch noch ein bisschen überwältigt, weil gerade ist kaum was irgendwas realisierbar. Man braucht erstmal eine Nacht vielleicht, um das sacken zu lassen. Also das ist alles irgendwie richtig surreal. Auch die Show heute war surreal. Alles ist noch so. Ich glaube, man muss erst mal so ein paar Tage drüber schlafen, damit man das realisiert. Es fühlt sich nämlich noch wie ein Traum an. Genau. Glückwunsch. Jetzt wird natürlich noch das Aki weiterkommt, ne? Dann können wir unser Ziel weiter verfolgen und beide gewinnen. Ich bin der einzige Mann, der gestolpert ist. Ich denke mir so, scheiße. Und dann merkst du, du wirst immer nackiger am Arsch. Und bei dir? Ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl eigentlich. Ich konnte mich leider nicht sehen, aber ich bin nicht gestolpert. Es ist nichts gerissen. Und sehen ja schon weit. Und ich hoffe natürlich, dass ich mit dir weiter bin. Ich muss sagen, bei mir kicken die Zweifel langsam. Alle haben so viel Erfahrung und sind schon mal Shows gelaufen. Und bei mir war es das erste Mal. Und ich fühle mich, als wäre ich so ein Praktikant, der so mal mitlaufen darf und der sich das mal angucken darf. Und wenn es klappt, darf er verlängern. Aber vielleicht kommt der Praktikant ja in die nächste Runde. Dann werde ich zum Trainee. Ja, dann wird der Praktikant zum Vollzeit-Mitarbeiter. Ja, okay, mit dir an, Luca, ja? Ja, gerne. Also, was ich sehr interessant fand, als du gelaufen bist, hat Kilian von dir geredet. Das war in 4 Jahren. Ja. Hat er mich selbst gelaufen. Ach so, meinst du. Er kannte dich. Er sagt, seit 4 Jahren kenne ich ihn schon. Dann gucke ich dich natürlich schon wieder mit anderen Augen an. Und ich finde dich gar nicht schlecht. Sonst wärst du ja auch nicht hier. Aber ich finde, dass andere auch so viel Potenzial haben wie du und sie mich mehr brauchen. Okay. Ich glaube, dass du es ohne mich auch schaffen wirst. Vielen Dank, Heidi. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Merci. Danke dir. Tschüss. Go! Das nee, aber ist okay. Oh, okay. Z.
sie meint, dass ich das ja schon länger mache und auf einem gewissen Stand bin, wo ich ihre Hilfe nicht mehr brauche und ich alleine Fuß fassen kann und sie das weiß. Komm mal zu Lukas. Wie fandest du Lukas? He knows what he does and he does it like in a good way. Mm-hmm. So I think maybe he can stay, don't you think? I think yes. Ich sehe es ganz genauso. Mein Hintern ist aufgelöst. Du bist dabei. What happened to you? I will. Während der Fashion Show, ich merke so, wie mein Po weiter aufreißt. Zeig es bitte uns noch mal zeigen. Und ich dachte, gleich verliere ich die ganze Hose. Oh. Hier auch, alles aufgerissen während der Show. Und ich dachte so, oh, das war's. Aber danke. Maybe we change our mind, no? Yeah. We change the answer, maybe. Or maybe you saw it, you know, like in the middle. Danke dir, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. It's a big one. At least it does it completely. Das ist alles nicht aufgefallen. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr Vertrauen in meinen Körper setzen. Warte jetzt. Niklas, wie hast du dich denn auf dem Catwalk gefühlt? Gut. Es war ein sehr schönes Gefühl. Ja. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich habe es genossen. Ja. Ich habe noch keinen Vergleich. Ich kann nicht einschätzen, wie ich rüberkam. Und jetzt interessiert mich, wie ihr es fandet. I think maybe you need a little more to be more sure of yourself. Enfin, I think you feel a little insecure. It was my very first time on the runway, so maybe you're right. Because I was very, I don't know, am I doing this right or am I doing this wrong? And I need more practice and I need to be more sure about myself. Ich möchte mich dem anschließen. Ich fand dich auch sehr unsicher. Ich finde dich vom Aussehen her natürlich total toll, sonst hätte ich dich nicht gefragt im Flugzeug. Aber ja, du bist sehr schüchtern. Und Niklas, es bricht mir das Herz. Aber leider ist die Reise jetzt schon heute hier zu Ende. Es tut mir ganz leid. Das ist okay, vielen Dank. Ich danke dir, danke, dass du hier gewesen bist. Ciao. Ich hoffe, wir fliegen bald wieder irgendwo schön hin, nach Italien. Ja, sehr gerne. Du weißt ja, wo du mich findest. Ich weiß, wo ich dich finde, mach's gut. Oh, das ist so süß. Nee, ich bin raus. Ich bin so schüchtern. Arsch mich nicht. Ja. Naja, haben wir ja gesagt. Never. Zum Arsch. Hat er es gesagt? Natürlich war es eine aufregende Zeit. Eine aufregende Reise, kurze Reise. Mein Leben verändert. Ich gehe jetzt nach Hause und ich gehe morgen wieder in den Flieger und ich liebe das. Und deswegen ist es auch okay. Dominik, ja. Also ich fand dich sehr modern, sehr schick, sehr cool, ein bisschen hochnäsig, wie du die Kurve da vorne gedreht hast. Das war so, ihr könnt mich alle mal. Mir hat's sehr gefallen. Vielen Dank. Yes, I completely agree. Like very modern. Oh my gosh, thank you so much. Hast du Lust, mit auf große Reise zu kommen? Unbedingt. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich fieber sehr mit Arkim mit. Ja. Wirklich, also schon die ganze Zeit. Schaut dir, man muss sich gar keine Sorgen. Und er hat es voll verdient. Er hat hier uns gezeigt, wie man walkt. Das war alles heute. Das fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Das ist schon was Nettes. Der hat das Styling auf sein Ding gemacht. Ja. Kompliment von allen. Ich muss sagen, bravo für das Outfit. Es ist so fantastisch. Er ist Kreator, er ist Designer. Er kommt auf jeden Fall weiter. Ja. Arkim. Ja. Wie hat es für dich denn auf dem Laufsteg angefühlt? Ich habe mich tatsächlich eigentlich sehr gut gefühlt. Mhm. You feel like he loves to do it. Maybe he has to improve a little more. What do you think? Ich muss dich leider heute auch eher zu den Schwächeren zählen.
Und ich kann dich leider nicht mitnehmen. Es tut mir leid. Trotzdem, danke. Aber du bist auch ein wunderhübscer, super handsome junger Mann. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke dir. Danke. Tschüss. Ciao. Yes. Ah, ich hab aber nur zu Hause. Warum? Never. Aki, mach es los. Krass. Nein. Oh. Ach, Scheiße. Ich habe eigentlich erwartet, dass der noch viel weiterkommt als ich. Und jetzt, ich weiß nicht, ich kann nicht so, ich kann es noch nicht glauben, irgendwie gar nicht. Es tut sehr weh im Herzen. Es nervt mich so sehr. Never, oh mein Gott. Also ich bin natürlich traurig, dass ich nicht mehr mit der Xena mit dabei bin, aber ich gänze natürlich vom Herzen und jetzt hast du für mich gewinnt. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.